So. Gucken wir mal weiter. Hier draußen ein bisschen. Also ich finde, die Atmosphäre ist schon echt super. Bisschen leer teilweise hier, die Karten. Also es könnten, auch wenn hier eine Pandemie ausgebrochen ist, aber so ab und an mal wenigstens ein bisschen mehr Leute rumlaufen sehen. Aber okay. Man kann nicht alles haben. Stattdessen, dass hier vielleicht die Leute nicht so rumlaufen, genießen wir einfach mal so ein bisschen die Atmosphäre vom Ganzen. Also wir sollen hier rum und dann müssten wir eigentlich gleich in der Nähe des Kampfes sein. So, gucken wir mal kurz auf die Karte. Okay, das ist tatsächlich da, wo wir hin wollen. Gut. Bedrohung. Und da sehe ich schon Gegner durch die Wände. Auch nicht schlecht. So. Hier. Einmal hier rüber. Zivilisten. Es ist hart. Und da vorne ist das Symbol, aber das scheint noch in der Straße weiter zu sein. Wir müssen also die Straße einfach nur gerade hoch und die nächste Kreuzung dann rum. Gut. Und dort soll es einen Kampf geben. Gucken wir einfach mal, was das bedeutet. Also, wahrscheinlich wird das bedeuten, dass dort einfach jede Menge Gegner rumrennen, die wir eliminieren sollen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ah, okay, ich brauche die Shift-Taste nicht mal gedrückt halten, um zu rennen, sondern man kann das einfach quasi umschalten. G gedrückt halten. Warnung. Markierte Feindhauptquartiere entdeckt. Okay, wir sollen Gegner ausschalten. Wo sind sie? Da hinten in der Ecke noch rum anscheinend. Okay, und dort haben wir Gegner. Ja, wir schalten sie ja schon aus. So, den haben wir erledigt. Und wir müssen nachladen. Na komm schon. Ja, super. Der wollte gerade, glaube ich, eine Granate auf uns werfen und wurde dann gehindert. Oder auch nicht. Den haben wir geschafft. HQ neutralisiert. GTF-Leitstelle informiert. Okay, wir haben also den Obermacker von dem gerade ausgeschaltet, den Boss hier. So, und den haben wir auch erledigt. Okay, gucken wir uns mal oben, ob hier noch mehr Gegner rumlaufen. Sieht aber nicht so aus. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Pistolenhalter. Den nehmen wir doch mal glatt mit. Und ein Erste-Hilfe-Set bekommen. Super. Okay, die Mission haben wir hier anscheinend erledigt. Gucken wir mal auf die Karte, wo die nächste wäre. So, das nächste, was wir hätten, wäre der Einsatz dort oder halt Nebenmission. Ich glaube, wir rennen mal zu den Nebenmissionen. Oh, Schätzchen, da draußen läuft eine kaltblütige Mörderin rum. Eine gewisse Michelle Mason. Ich soll dich wohl bitten, ihr das Handwerk zu legen, aber du musst mir versprechen, vorsichtig zu sein. Ich lade ihre letzte Position hoch, aber du kannst nicht sagen, ich hätte dich nicht gewarnt. Sowas würden wir doch niemals tun. Okay. Das heißt, wir rennen jetzt hier wieder über die Karten und gucken mal, wie wir da zur nächsten Nebenmission kommen. Machen wir einfach mal so ein paar Nebenmissionen und gucken uns einfach mal die Welt an. Ist ja ohnehin nur so ein bisschen anzocken. Aber es macht schon super Spaß, bleiben wir doch alle cool, so ein bisschen Shooter spielen und da nebenbei noch Missionen zu haben. So, wir sollen hier entlang. Ein bisschen blöd, dass wir jetzt doch relativ weite Laufwege haben, wo quasi nichts passiert. Da drüben streiten sich Obdachlose oder was auch immer, Mutierte, Infizierte oder keine Ahnung, wie man die hier nennt. Das würde man wahrscheinlich im Laufe der Story noch lernen oder mitbekommen, was hier passiert. Ah, man kann auch mit Mausrad scrollen, Waffe wechseln. Ja, das ist doch praktisch. Nicht mit dem Tutorial hieß es nämlich, man kann nur mit 1 oder man wechselt Waffen mit 1, 2 und 3. Das wäre im Kampf doch sehr, sehr umständlich. So, wir sind immer noch im Gebiet Chelsea. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß die Beta-Karte hier ist, also was man hier letztendlich erreichen kann. Wie weit man kommt, aber es ging ja ohnehin nur der Medizin- oder der Techniktrakt. Einer von beiden ging nur. Der Rest ist in der Beta noch nicht freigeschalten. Hier stehen verlassene Autos, überall mit Türen offen, alles defekt. So, noch 57 Meter, wir sollten also gleich da sein. Aktivieren wir mal kurz das. Okay, nichts zu sehen.
Bedrohung gefunden. Zwei Stück. Hinter uns. Aber dort hinter der Wand. Okay, gut. Vor denen brauchen wir jetzt gerade keine Angst haben. Das war ein Zivilist. Kopfgeld Mitchell Hudson. Die JTF kann nicht viel tun. Pass auf. Okay. Oh ja, ich bin bereit. Oh, das habe ich nicht gewusst, dass man hier nicht so dicht dran sollte. Ich dachte nicht, dass jetzt hier alle plötzlich auf uns losgehen. Und den schalten wir einfach mal auf. Oh, eine Granate. Schnell weg. Auch wenn es nur Tränengas war. So, den holen wir uns dann mal gleich. Oh, und wir sind tot. Neustart. Okay, Kopfgeld gegen Michelle. Der hat uns jetzt getötet. Das war jetzt unser erster Tod hier. Ah, ich bin halt nicht unbedingt der beste Shooter-Spieler. Aber was soll's. Versuchen wir das Ganze einfach nochmal. Und diesmal stürzen wir da vielleicht nicht ganz so rein in die Angelegenheit, sondern gucken, dass wir vielleicht ein bisschen taktischer vorgehen. So. Von hier aus Granate werfen. Bisschen höher. Okay, hey, kommen wir nicht so weit. Gut. Dann nicht. So, einmal bitte die Waffe anlegen. Und den holen wir uns da mal. Okay, wir stehen mitten in der Schussbahn. Wir müssen weg. Ein Tränengas. Oder Blendgranaten, was auch immer das war. So, wir versuchen es mal von der Seite. Okay. Schnell ein bisschen weiter weg. Hier hinter. Vielleicht von der Seite. So. Dann kriegen wir den Weg nicht. Ja, perfekt. Oh ne. Okay, das war eine Granate, die uns dann tatsächlich erwischt hat. Und wir sehen nicht viel. Wir sehen alles doppelt. Oh. Dem hat der sich jetzt selber in die Luft gejagt. Okay. Boah, die Steuerung ist gerade etwas verzerrt. So, hier können wir mit. Können wir reinspringen? Können wir die Geschenke plündern? Hm, schade. Okay, gut, wir sollen also weiter. Der ist flüchtet hier vor uns. Mal gucken, wo er hinrennt, wo wir ihn wieder eingeholt kriegen. Quasi wie viel Vorsprung er jetzt inzwischen hat. Okay, hier gibt es wieder etliche Gegner. Kumpel. Boah. So, wieder verstecken. Mal sehen, wie dir das schmeckt. Ja, und wieder eine Granate. Es sind aber anscheinend nur Blendgranaten hauptsächlich. Und wir sind fast tot. Haben wir irgendwie ein Medikit? Ja. Okay, mit V können wir also Medikits aktivieren. So. Ups, das war blöd. Jetzt haben wir uns fast selber in die Luft gejagt. Und wir sterben schon wieder. So, und einmal Granate dahin. Boah, perfekt getroffen. Ziel neutralisiert. Und da haben wir noch den letzten Gegner. Der hat sich selber die Granate an den Kopf geworfen. So, Ziel ausgelöst. Löscht und Mission geschafft. Es gab wieder etwas Erfahrung. Ui, okay, wir sollten da anscheinend auch nicht durchlaufen, wenn die tot sind. So, und ein weiteres Erste-Hilfe-Kit. Und wir haben wieder volles Leben. Gut, dann gucken wir mal auf der Karte, wo das nächste Symbol wäre. Spielerort. Plünderbares Objekt. Standortlokalisierung. Ja, Standardausstattung neu. Okay, gucken wir einfach mal. Hier vorne soll es noch was geben. Mann, die kümmern sich ah, dort oben haben wir noch den Michelle Hudson. Den wir noch auslöschen sollen. Du hast keine Chance. Also die Mission haben wir da doch noch nicht geschafft. Granate schnell weg dort. Gut, nochmal weggekommen rechtzeitig. So, der kann weglaufen, wenn er will, aber wir kriegen ihn trotzdem. Genau wie den. Oh, nachladen. Und der hat sich natürlich selber jetzt wieder in die Luft gejagt. Ich mach dich platt. So, Kumpel, du machst uns nicht platt, weil wir sind etwas schneller. So, und dort oben haben wir den Michelle. Mit irgendwas hat er uns ins Visier genommen. Gut. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht
und sie unsere Deckung suchen wieder. Nein, ich will mich dahinter verstecken. Oh, jetzt wäre ein Zielfernrohr natürlich super. Ah, würde ich natürlich auch, wenn man sich darum zeigt. Nachladen. Und weiter geht's. Schöner Headshot wieder. So, jetzt läuft er wieder zur anderen Seite. Halt, stopp, das wollte ich nicht. Schließen. Medikit nutzen. Und weiter geht's. Und wir haben ihn wir erledigt. Haben gehört, dass du alles Nötige gefunden hast. Prima. Ich hoffe, du hast keine Blutflecken auf der Ausrüstung. Hoch? Die kriegt man nur ganz schwer super wieder raus. Okay, und dort oben liegt ein grünes Item. Ja, die Items haben hier wie in den meisten MMOs verschiedene Farben. Also grün für, ja, relativ häufig. Polizeiversion. Ah, cool. Eine Waffe in Polizeiversion und ein angewinkelter Griff. Die nehmen wir mal mit und gucken mal gleich nach. Ja, die verschiedenen Gegenstände haben hier ja, verschiedene Farben. Das heißt, grün für, ja, kommt relativ häufig vor. Blau für rare Sachen, also die etwas seltener sind, und lila für epische Waffen quasi, so wie in den verschiedenen MMOs bereits bekannt. So, können wir die vielleicht hier anlegen? Nein, schade. Und dann gibt es auch noch legendäre, die es allerdings dann tatsächlich nur in den Dark Zones gibt. Die sind dann noch stärker und machen noch mehr Schaden. Hoch, da haben wir gerade uns hinter das Schild geblickt mit der Kamera. So, öffnen wir mal die Karte. Was haben wir denn hier noch? Da hätten wir noch ein plünderbares Objekt. Oh, das ist so weit weg. Aber egal, wir gehen mal hin. Wir gucken mal, dass wir vielleicht dieses plünderbare Objekt kriegen. Kommen wir hier runter? Okay, wir müssen also den Weg hier wieder runtergehen, den wir auch hochgekommen sind. Da der gute Mann hier nicht einfach irgendwo hinspringt, sondern immer schön brav den Weg benutzt. So. Hier durch und dann gucken wir mal. Boah, Nebel. Flash. Meine Güte. Was da als plünderbares Objekt gibt. Ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Okay, vielen Dank für die Koordinaten. So, hier kommen wir nicht durch anscheinend. Ah, einfach drüber springen. Okay. So, und hier soll es ein plünderbares Objekt irgendwo geben. Gucken wir mal hier unten. So, wo soll das Objekt sich hier jetzt befinden? So, Spieler und was? Das ist eine Telefonaufzeichnung. So, plünderbares Objekt. Soll hier eigentlich irgendwo ganz in der Nähe sein? So, gehen wir mal hier rüber gucken. Hier vielleicht? Nein. Okay, hier, da drüben wird das Symbol angezeigt. Gut, also sind wir hier schon zu weit. Das heißt, wir müssen wieder hier hoch. Und hier verliert sich plötzlich das Signal. Also zumindest das Symbol auf der Karte. Ah, hier können wir... Nee. Hier können wir uns verstecken. Ja, aber verstecken will ich mich nicht. Ah, da ist das plünderbare Objekt. Und wir haben ein Explosivgeschoss gefunden. Okay.